Herzlich willkommen bei Insolvenzrecht TV der Kanzlei Horion. Mein Name ist Ulrich Horion, ich bin Rechtsanwalt in Dresden. Seit über 10 Jahren arbeite ich schwerpunktmäßig auf dem Rechtsgebiet des Insolvenzrechts. Ich berate und vertrete Gläubiger und Schuldner. Übergreifend betroffen sind häufig auch andere Rechtsgebiete, wie zum Beispiel das Arbeitsrecht, das Gesellschaftsrecht, das Sozialrecht, das Steuerrecht sowie das Strafrecht. Nun zum Insolvenzrecht allgemein. Im Gegensatz zur Einzelzwangsvollstreckung bietet die Insolvenzordnung ein geordnetes Verfahren an, um alle Gläubiger gerecht zu behandeln. Der redliche Schuldner erhält die Möglichkeit der Restschuldbefreiung. Allgemeiner Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht mehr in der Lage ist, seine fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Weiterer Insolvenzgrund ist die Überschuldung. Überschuldung ist gegeben, wenn die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen übersteigen. Der Insolvenzgrund der Überschuldung gilt vor allem für die Kapitalgesellschaften. Nun einige Anmerkungen zur Verbraucherinsolvenz. Die Verbraucherinsolvenz ist für die Privatkonsumenten sowie für die ehemaligen Kleinunternehmer die richtige Verfahrensart. Häufige Krisenursachen bei den Privatkonsumenten sind Eintritt von Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung sowie zu hohe Privatverschuldung. Häufige Krisenursachen bei den ehemaligen Kleinunternehmern sind fehlendes Geschäftskonzept, fehlende Preiskalkulation sowie Forderungsausfälle. Bei der Verbraucherinsolvenz ist der außergerichtliche Einigungsversuch mit den Gläubigern gesetzlich vorgeschrieben. Scheitert dieser, kann Insolvenzantrag gestellt werden. Der Schuldner steht dann 6 Jahre lang unter der Aufsicht eines Treuhänders. Nach Ablauf von 6 Jahren entscheidet das Gericht über die Erteilung der Restschuldbefreiung. Die Restschuldbefreiung setzt vor allem voraus, dass der Schuldner eine angemessene Erwerbstätigkeit ausübt bzw. sich um eine solche Tätigkeit bemüht. Die Restschuldbefreiung kann durch den sogenannten gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan auch wesentlich schneller erlangt werden. Nun zum Regelinsolvenzverfahren. Diese Verfahrensart findet vor allem bei den Kapitalgesellschaften Anwendung. Häufige Krisenursachen sind Fehlinvestitionen, zu harter Wettbewerb sowie Forderungsausfälle. Abschließend einige Anmerkungen zur Restschuldbefreiung. Die Restschuldbefreiung bedeutet, dass der Gläubiger seine Forderung dauerhaft nicht mehr durchsetzen kann. Die Restschuldbefreiung führt allerdings nicht zum Untergang der Forderung. Im Ergebnis ist der Schuldner jedoch dauerhaft von seiner Leistungspflicht befreit. Restschuldbefreiung erlangen nur natürliche Personen. Zur Versagung der Restschuldbefreiung kann es kommen, wenn der Schuldner die gesetzlichen Obliegenheiten verletzt und ein Gläubiger Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung gestellt hat. Die Wirtschaftsauskunftsteilen sind berechtigt, die Tatsache der Restschuldbefreiung 3 Kalenderjahre lang eingetragen zu lassen. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf unseren Webseiten insolvenzrecht.rechtsanwalt-horion.de sowie rechtsanwalt-horion.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.